Und damit geht's zum Manufacturers Cup. Alter, das kam jetzt als Überraschung, ey. Ich wusste gar nicht, dass sie das als Intro nutzen. Wow. Gänsehaut. Und ich bin so ein bisschen... Und eine Träne ins Auge habe ich schon bekommen. Vielen Dank, dass ihr mir viel Erfolg wünscht, Leute. Porsche in Monza ist tatsächlich eine relativ schwache Kombo. Aber mal gucken, ob wir es eventuell trotzdem irgendwie halbwegs hinbekommen. Da hat es ja auch jemand auf die 5 geschafft, also... Schneller mit dem Porsche kann man, als ich es gemacht habe. Und ich nutze gerade das Thrustmaster TGT. Ja, ich habe mir gedacht, alle Lenkräder mal ein bisschen durchtesten. Reviews für euch machen, passt alles. Boah, geil, der hat die Lenkräder, die Reifen angewinkelt. Finde ich auch. Ich will auch die Reifen anwinkeln. Ja, und für alle Leute, die jetzt gerade das im Vorhinein nicht mitbekommen haben. Ich habe die Reifengeräusche mal runtergemacht. Der Subaru sieht ja mega gut aus. Aber der Radkasten sah komisch aus. Oh, McLaren F1 ist hier, glaube ich, auch eigentlich schnell, oder? Ey, ich bin hyped. Komm schon. Legen wir los. Ey, die Gran Turismo 4 Intro-Musik, die Opernversion von Moon Over the Castle, das war... Goosebumps, ey. Das war Gänsehaut pur. So, Start mit Medium-Reifen. Goal. Und ich habe vom Nations Cup-Rennen dazugelernt und werde die harten Reifen nutzen, um am Ende keine 20-Sekunden-Strafe zu kriegen. Das heißt, die Medium-Reifen so lang ausreizen, wie es geht. Ich werde trotzdem ein bisschen gepuntet. Obwohl hier eh so viel los ist, dass man eigentlich denken müsste, hey Leute, ihr wisst doch, dass hier eigentlich ein bisschen Vorsicht zu walten ist. Egal. Motor ein bisschen runterdrehen. Oh, durch iRacing bin ich hier... Was das Thema Spritsparen angeht in Monster, sowas von dem Modus Operandi. Ja, die Top 10 Quali-Listen, die sind gefüllt mit dem Nissan. Und trotzdem führt ein Porsche das Rennen an. Unglaubliches ereignet sich hier. Und wir sind auf P4. Läuft. Ja, wie gesagt, ich will den Medium-Stint möglichst lang ziehen. Boxenstopp wird dadurch natürlich auch ein bisschen kürzer, wenn ich Sprit spare. Daher immer wieder auch mal ein bisschen Sprit sparen. Oh, mit der Fahrer mit einer halben Sekunde Strafe. Das könnte fast schon P3 jetzt sein. Alter Falter. Schaut mal, der Nissan, der zieht mir hier
Hundertstel für Hundertstel Grad weg. Auch der Mercedes hier ein gutes Auto. Zumindest der AMG GT. Ich kann nichts für den SLS sagen. Aber mit dem AMG GT, da fahre ich auch sehr gerne. Der hat ja auch eine gute Topspeed. Eine halbe Sekunde wirkt sich sehr, sehr ordentlich jetzt gerade auf dem Nissan aus. Muss ja aber auch Sprit sparen, sonst fahren wir in Ascari nebeneinander durch. Es kostet am Ende beide Zeit und ich will ja nur Sachen machen, die mir Zeit bringen. Beziehungsweise keine Sachen machen, die mich Zeit kosten. So, jetzt schöner Windschatten hier. Porsche ganz vorne 49,5. Tick 1 bei mir. Gut, aber wie gesagt, ich spare hier auch Sprit. Oh Gott. Erste Schikane lief nicht so gut. Also das TGT ist, was das Spritmanagen angeht, echt entspannt. Wie schnell du da den Motormodus hoch und runter drehen kannst, ist geil. Ich lese gerade, der GDR ist zu OP, wenn man ihn gut fahren kann. Ja, mal gucken. Vielleicht kann der Fahrer vor mir den nicht so gut fahren. Ja, wie gesagt, der Porsche, der ist hier ein bisschen schwächer unterwegs, aber... Gucken, was drin ist. P3 ist möglich. Und moin Sven. Boy. Dann tut sich dezent schwer.
So, jetzt mit Windschatten. Ab einem gewissen Punkt komme ich doch nicht näher. Jetzt komme ich näher. Sechs Sekunden zum Führenden. Okay, acht Runden. 12 bis vielleicht sogar 13 Runden mit diesem Spritverbrauch fahren. Okay, der Porsche von Medium auf Hard schon, oder wie? Alles noch im 50er-Bereich. Porsche ist auf 7 zurückgefallen. Das heißt, er hat wahrscheinlich primär den Reifenwechsel gemacht. Ich glaube, die Runde war ein bisschen schwächer als die letzten. Vielleicht war auch er einfach nur schneller. Ja. Warum auch immer der Sound von den Zeiten und sowas nicht mehr kommt. Niveau auch nicht mehr ganz so optimal hinten links. Da sind die Reifen leider durch.
1,9 Runden kann ich jetzt noch fahren. Die Frage, ob ich den Mediums denn wirklich so unfassbar in die Länge ziehen kann. Oder sollte. Okay, hinten links lässt sich einigermaßen regeln, indem man Aktionskontrolle leicht hochdreht. Der Nissan fährt weiter. Nissan hat halt unfassbar viel Power, also wie der mir auf den Geraden einfach nur wegzieht, das ist krass. 200stel pro Zeitmessung. Und hier komme ich zum Beispiel auch wieder gerade näher, aber dann sieht man auch wieder, am Ende macht er wieder ein paar Tausendstel gut. Vielleicht klappt es ja über den Boxenstopp. Mal gucken. Ansonsten eh schon ein starkes Rennen, hier gerade auf Platz 2 zu sein. Muss auf Fehler beim Nissan-Fahrer hoffen. Und vielen Dank, Sven. Haut 200 Bits raus. Dave, diese gut. Gebe mein Bestes. Runden. Er mag die harten Reifen anscheinend auch nicht. Oder er muss sie noch aufziehen. Die Mediums noch aufziehen. Das wäre natürlich geil, wenn er jetzt schon auf harten ist. Also, dass ich die ganze Zeit gegen Nissan auf harten Reifen gefahren bin, das wäre die Höhe. Schaut mal, gerade kurz mal auf unter 3 Sekunden runter und jetzt wieder bei... Ich meine, ich bin jetzt auch gerade bei Fett. Also ich nutze die gesamte Power. 3/10 waren das auf dieser Geraden, die er dazu gewinnt.
2,9 Sekunden bin ich einen Ticken näher wieder rangekommen. Runden Sprit. Vielleicht habe ich so viel gespart, dass ich tatsächlich vor ihm wieder rauskomme. Das wäre natürlich top. Undercut-Versuch. Mal kurz gucken, wie lange wir brauchen wir zum Tanken. Dauert schon ein bisschen. Also wenn er ein bisschen mehr Sprit braucht als ich, dann schaut die Chance sogar nicht schlecht aus, dass ich eventuell da mich rankämpfen könnte. Porsche vor mir ist aber auch schnell. Ich hoffe mal, der ist auf Medium-Reifen unterwegs, sonst kriege ich den auf jeden Fall nicht. Der war auf harten Reifen, ich fasse es nicht. Kann doch nicht sein, dass der Typ auf harten Reifen so viel schneller fahren konnte. Immerhin 2 Sekunden hat mir jetzt der Spritsparmodus dann doch gebracht. Moin Adnan, du. Ach du Schreck. Der andere Porsche war nochmal auf Medium-Reifen, geht jetzt nochmal kurz an die Box. Und der Nissan ist auf und davon. Ja, trotzdem starke Fahrt.
von keine Ahnung welcher Position auf 2 nach vorne. Und das im Porsche, wo ich nicht glaube, dass der eigentlich hier siegfähig großartig ist. Ja, man braucht nur einen Blick auf den Nissan zu werfen, um zu sehen, oh, der Nissan, der ist ja dezent schneller. Wenn dir ein Auto auf Monza auf einer Geraden 3/10 abnimmt, dann kannst du in den Kurven noch so schnell sein. Dann gucken wir hier mal. Ich schließe die Lücke und jetzt, na komm, na, jetzt fängt's an. Jetzt ist er wieder schneller und holt die Hundertstel wieder raus. Hat er denn so viel Zeit verloren durch die Mediums? Oder trotzdem Mediums? Von P12. Ja, von P12 aus eigentlich ein gutes Rennen. Mal gucken auf Startziel. Da war mein Exit nicht so gut. Sagen wir mal von 4,2 Sekunden aus. Immer noch 13. Ich bin happy. Bester Porsche. Platz 2. Keine dummen Aktionen von mir bis jetzt. Bitte nicht jinxen. Ordentlich. Oh, vielleicht macht der Nissan einen großen Fehler. Ja, mal gucken. DKT für das neue Grid empfehle ich dir, kurz mal auf YouTube zu schauen. Da habe ich, glaube ich, 4 Folgen oder so zu gemacht, aber ja, weiterspielen werde ich es nicht. Sagen wir mal, es gibt bessere Arcade Racer. So, das war mal ein guter Exit. Jetzt mal von 6,3 Sekunden aus. Ja, das erste Grid zum Beispiel. Ja, das erste Grid ist auf jeden Fall deutlich angenehmer. Project Gotham Racing, Burnout Paradise. Aber die Medium lange zum Arbeiten zu bringen hat gut funktioniert. Und die harten Reifen, die funktionieren auch ganz gut. Vielleicht hätte ich da sogar 1-2 Runden früher in die Box gehen können, aber ja, passt schon. Andererseits hatte ich zum Ende mit den Mediums immer noch mehr Sprit als jetzt auf den harten. Also so ganz kann man die Zeiten ja auch nicht 1-1 vergleichen und nur auf den Reifenzustand schieben, dass eine Zeit mal ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer ist.
Der beste Arcade Racer meiner Meinung nach. Das würde sich wahrscheinlich zwischen der Burnout-Reihe, den späteren Teilen, also Paradise oder Revenge oder Takedown und ja, sowas wie die Need for Speed-Spiele rund um Hot Pursuit 2, Underground 2 und Forza Horizon und Project Gotham Racing entscheiden. Also das sind so die vier Reihen, die mir ad hoc einfallen, wo ich sagen würde, dass das richtig, richtig, richtig gute Arcade-Racer sind, die auch sehr gute Fahrphysiken haben. Vielen Dank, Kuro. Gute Nacht. Gab's da keine Penalty? Okay, cool. Weiß ich Bescheid. Sprit für 1,5 Runden. Kann ich in der letzten Runde sogar noch ein bisschen heizen. Ja, wurde im zweiten Stint dann doch ein bisschen einsam. Schade. Tut mir auch leid, aber ihr seht's, der Nissan fährt 1,486. Natürlich auf Medium-Reifen, ich bin gerade auf harten, also das ist kein Vergleich, was das angeht, aber ich glaube, der Nissan, der ist halt so oder so einfach deutlich überlegen. Aber hey, trotzdem cool gelaufen. Alles super. No. Ja, was auch immer. Kein Grund irgendwie ernüchtert zu sein, enttäuscht zu sein, frustriert zu sein. Es ist deutlich besser als das, was ich erwartet habe. Weil vor dem Rennen dachte ich, ach du Schreck, jetzt habe ich mir den Porsche geholt für Lauf 10 im Manufacturer Cup. Und das ist eigentlich keine so unfassbar gut passende Kombo zum Monza. Und das ist ja jetzt das letzte Rennen im Manufacturer Cup. Zumindest diese Season, dieser Season. Und ja, deswegen dachte ich, hey, da geht zwar jetzt nichts, aber trotzdem nehmen wir das Rennen mit. Und am Ende ist trotzdem nicht nur gutes, sondern ein sehr, sehr schönes Rennen zustande gekommen. Noch ein letztes Mal durch die Parabolika. Und das erste Podium. So gesehen habe ich ja frisch den Vertrag bei Porsche im Spiel unterschrieben. Das erste Podium ist perfekt. Und sogar Doppelpodium für Porsche. Nice. Machen die Reifen wirklich so einen großen Unterschied? Ja, schon. Ich würde sagen, eine Sekunde bis anderthalb Sekunden schon machen die einen Unterschied aus. Wobei ich weiß nicht, wie der Vergleich vorhin war. Ich glaube, ich bin von 51,5 mit den Medium, mit den Harten bin ich 51,5 gefahren im Training. Da wird sowas wie Abrieb natürlich noch nicht simuliert und Sprit oder so. Aber das stellt eine bessere Vergleichbarkeit her. Von 51,5 bin ich, glaube ich, auf 49,2. Wait, das sind 2,3 Sekunden. Das sind, glaube ich, 2,3 Sekunden, die Dingsreifen schneller sind. Erinnere ich mich falsch an die Zahlen, Leute, im Chat? Bitte, bitte. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege gerade. Waren wir wirklich 2,3 Sekunden mit dem Mediums schneller? Das ist doch nur Monza. Gut, sicherheitshalber sagen wir mal 1,3 Sekunden, damit ich bloß nichts Falsches sag. Oder nicht übertreibe zumindest. Ja, geiles Ding. Komm,
Jetzt gib mir mein Rating. Ja, nice. Persönlich im besten Rang der aktuellen Saison geschlagen. Nice! Von kein Rennen gefahren zu zweiter. Das ist eine Verbesserung, immerhin. Ach, kann man nichts anderes sagen. Ist eine Verbesserung. Ja, schönes Ding. Ich guck mal, wie das Rating sich eventuell verändert hat, weil das dürfte echt einen Boost gegeben haben. Zahlen wären, glaube ich, echt ein bisschen motivierender. Aber ansonsten, das war schon, glaube ich, ein ordentliches Plus. Also ich war, glaube ich, vor ein paar Tagen, als ich wieder bevor ich wieder GT Sport angefangen habe, war ich, glaube ich, ungefähr bei B 50% Fortschritt. Und jetzt sind wir bei 75% oder so. Ich bin, glaube ich, ein besserer Fahrer geworden. Also, das kann natürlich unterschiedliche Gründe haben. Entweder ich komme jetzt irgendwie gut mit dem Game klar. Oder vielleicht hat mich iRacing ein bisschen besser gemacht. Vielleicht bin ich geduldiger. Vielleicht bin ich ruhiger. Vielleicht, keine Ahnung. Kommt es mir nur so vor. Vielleicht sind die anderen ein bisschen schwächer unterwegs. Ich habe das Gefühl, dass ich relativ gut nach vorne komme in GT Sport. Selbst mit den harten Reifen. Die harten Reifen fand ich ja früher furchtbar. Ja. Für alle Leute auf YouTube, haut gerne Daumen nach oben raus. War doch ein geiles Rennen. Auch wenn der zweite Stint, wie gesagt, ein bisschen einsam war. Ansonsten gerne mal auf Twitch vorbeischauen. Gerne ein Abo dalassen, wenn ihr neu auf YouTube hier auf diesem Video seid. Und ansonsten, haut rein.